Hallo und willkommen zusammen zum Elsys Let's Play. Heute hätte ich vor, mal ein bisschen weiter beim Zentrum weiterzumachen. Natürlich nur, wenn es Mitspieler gibt. Und ich guck mal, was wir sonst noch für Quests übrig haben hier im Feld überschwemmte Stadt. Schauen wir uns dann auch gleich an. Aber davor will ich mal ein paar Dungeon Runs haben. Und in der Zwischenzeit gucke ich mal, was in Skype bei mir los ist. Nichts Interessantes scheint's. So, ansonsten gibt's von mir nichts Neues, also demnächst werden noch ein paar Videos freigeschalten und dann habt ihr wieder mal mehr zum Gucken. So, jetzt gucke ich erstmal hier, was für das Quest wir haben. Nichts Interessantes, okay. Ja, Gruppe zu dritt bei Zentrum ist ganz gut, ansonsten kann ich auch wieder solo. Und DJ Bastiani wird mich ebenfalls gleich unterstützen. So. Ist eigentlich gleich starten. Hoffe ich. Auf jeden Fall hoffe ich, dass man mich gut hören kann. Mikro ist an. Daran liegt schon mal nicht. Gut. Gut, gut, gut. So, jetzt muss es eigentlich gleich losgehen. Aktiviere mal in der Zwischenzeit eine von diesen XP-Medaillen von Aranka. Gut. Nusessegen habe ich. Die sind noch vom Event. Ich weiß nicht, ob ich die einlösen soll irgendwann oder. Ja. Warte ich einfach ab. So, gerade schöne Dreiergruppe, gut gemischt, kann ja nur gut werden. So, also wie ihr sehen könnt, ich habe noch das Promo-Set an. Noch 6 Tage geht das Promo-Set. In der Zwischenzeit habe ich auch nicht mehr viel aufgenommen. War eigentlich mehr oder weniger einfach nur am Mario Kart 8 zocken. Ja, ab und zu brauche ich die Abwechslung, Leute. Ihr müsst mich verstehen. Kann nicht immer nur Elsen. Und dazu möchte ich auch mal Fußball gucken. Zurzeit gibt es ja schön WM, gibt es genug zu schauen. Und ja. Ab und zu eine Elster-Pause gehört halt dazu. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum viele Leute sich über PvP und sowas aufregen, weil sie einfach viel zu viel Zeit mit Elster verbringen. Wäre jetzt meine Sicht zumindest. Der war schon platziert, fand ich. Mal wieder mit Randy und den anderen Jungs mal ein Turnier aufgenommen. Wird wahrscheinlich auch demnächst online sein. Dürfen wir ja nur gespannt sein. Sonst ja, ich habe mir auch endlich eine externe besorgt. Und habe mir jetzt endlich die ganzen Videos, die ich so in meiner ganzen Laufbahn gemacht habe, mal auf die Festplatte gespeichert. Jetzt hat der Rechner selber wieder ordentlich Platz. Läuft auch generell ein bisschen schneller, weil er nicht mehr so viel laden muss. Und ja, hat sich viel unterkauft. Eben zur Zeit informiere ich mich auch ein bisschen darüber, dass irgendwelche Aufnahmenkarten für TV, für PS3, sowas
dass ich euch eines Tages vielleicht auch mal ein paar Let's Plays zu anderen Spielen machen kann, also die jetzt nicht am PC sind. Was ich auf jeden Fall vorhabe, ist, sobald ich mal mehr Zeit habe natürlich, also im Moment bin ich noch an ein paar Aufgaben dran, sobald ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, würde ich mit euch das Let's Play zu Shadow the Hedgehog machen, die PS2-Version. Das Ganze mit einem Emulator, deshalb kann ich das immer noch schön aufnehmen. Spiel habe ich mir letztens beim GameStop gekauft. Gerade mal 5 Euro. Spricht wahrscheinlich auch ein bisschen für die Nichtbeliebtheit für das Spiel. Aber ich mag das Spiel, ehrlich gesagt persönlich. Ich habe schon einmal durchgezockt. Klar, ist ein bisschen... Ja, ist nicht so schön frei, die Story, wie man es eigentlich präsentiert hat. Aber Spielprinzip an sich und den Stil, mit dem das Spiel da so läuft, gefällt mir ganz gut. Und das für dich mal Let's Play. Nur wenn ich dafür Zeit habe, das muss ich noch abwarten. Auf jeden Fall wird das Ganze nach dem LSS Let's Play hier laufen. Ich weiß noch gar nicht, wie lange wenn das jetzt Let's Play gehen wird, bis Level 70 oder bis irgendwann mal ihr Endset fertig gefarmt oder so. Also ich würde euch eigentlich auch nicht antun, dass ihr jedes Mal diese ganzen Dungeon Runs seht, die ich da mache, um Raumzeit. Ich weiß noch gar nicht, was sonst hätte ich holen soll. Oh, Secret Dungeon oder so. Das ist auch noch erst die Frage. Und ja. Alles noch eine Frage der Zeit. Hehehe, Damage over time, so gut. So. Und damit wären wir auch schon am Ende vom Dungeon. Jetzt kann nur noch Dolossus uns aufhalten. Aber er wird uns nicht aufhalten. Weil wir im Bass sind und so. So, wie gesagt, die Bastian ist später noch dabei. Ich weiß nicht, wie viele Runs, aber ich schätze mal auch wieder so 2-3 Runs. Oder eine Weile auf dem Feld. Sehen wir dann. Also wir sind ganz schön weit gekommen seit Beginn des Promo-Sets, also von Level 50 auf 56. Kann sich durchaus sehen lassen für dich. Du, warten wir auf die Viecher. Schneemann schläft. Schön, dass ich wach bin. Sehr schön. So. Boss Fight. Schön langsam, Kinder, schön langsam. Biatch, please. So, und einen Run erfolgreich zu Ende gebracht. S plus. Yes. So langsam läuft das doch. Ja, wer braucht so lange hier beim Resort? Ah, endlich. So, dann haben wir jetzt auch eine Mission abgeschlossen. Gucken wir gleich mal, wie viel XP dabei rausspringen. Und was wir sonst noch für Quests bekommen haben. Ansonsten hätte ich nochmal ganz schnell hier an der Pinnwand geguckt.
So, gibt's aber nix. Und nochmal Zentrum. So, diesmal nur zu zweit. Mal sehen, vielleicht joint ja noch wer nach. Ja, die ganzen Skills, ob ich noch irgendwas von meinen Skills verbessern kann. Ja, sieht ganz gut aus. Sehr schön. Mal wieder auf Mitspieler warten. Freut mich allerdings, dass es so reibungslos läuft, wie es tut. Und ja. Darf ruhig weiter so laufen. Jetzt sind wir nur zu zweit. Ist aber egal. Mit einer Nachtauge. Mhm. Ein Nachtauge mit einem Standard 52er Set. Egal. Er hat gerade die richtigen Skills dabei, sehr schön. Jetzt hat er mich bei glühendem Schwert einfach ausgecancelt. Schlawiner. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich jetzt noch getroffen werde von dem Ding. Ja, ansonsten, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt bis Ende des Promo-Sets, bis zum Ablaufdatum, dass wir da Level 60 sind. Dass ich euch dann das Combo-Video präsentieren kann. Natürlich habe ich jetzt nicht alle Skills beim Combo-Video dabei, aber ja. Die ich dabei habe, die kennt ihr ja. Die ich geskillt habe. Also den Skill mag ich inzwischen richtig. Richtig gut. Bin frozen. Freezed. Ich sammle sogar ein? Glitch-Bug. Sehr geil. Also, als Team wieder mal was, was man gleich beheben könnte. Ich glaube, das war wieder irgendein komischer Ladefehler. Das soll ja passieren. Wir sprechen hier über Gamewatch. Also. Okay, das ist böse gesagt, aber. Auf jeden Fall muss da ein bisschen was gefixt werden. Das bitte zeitnah, nicht nach, erst nach 4 Wochen. Und dann gibt es keine Sau mehr. Flügel macht Flucht. Sehr schön. So läuft.
Ab und zu Magiepunkte Mangel, aber das liegt einfach an mir, dass ich viel zu viele Skills spamme. Ich wollte jetzt eigentlich runterspringen und Flammenschlag, aber egal. Happens. Shit happens. Ich gehe erstmal hinter. Mach den einen Sniper hier weg. Ja, komm, jetzt kann mich jeder hier auskennen, so wie er will, oder was? Darf ich mal einen Skill benutzen? Jetzt ist aber langsam Schluss hier. Eieieiei. Nicht immer auf den Boden werfen, bitte, die Leute. Das ich glaube, die wissen noch nicht ganz, wie sie ihre Klasse zu spielen hat. Egal. Hauptsache, es funktioniert soweit. Noch so ein Anfängerfehler. Also die weiß echt nicht, wie man hier, wie sie ihre Klasse zu spielen hat. Die macht einfach irgendwas. Ich muss das irgendwie kompensieren wieder. Spammt immer diese Pfeile, das solltest du gar nicht machen. Solltest du dich auf deine Nahkampf-Kombos konzentrieren? Muss ich jetzt auch noch ein Klassentutorial machen? Boss-Tutorial habe ich eh noch nicht gemacht, aber ich glaube, ich mache bald ein Klassentutorial, wenn das so weitergeht. Oh Mann. Ich dachte, mit meinem Combo-Video hätte ich was erreicht. Die paar hundert Viewers, die es gegeben hat, die müssten doch eigentlich gelernt haben, wann die jetzt richtig spielen. Und so viele kann es ja eigentlich auch gar nicht geben, die jetzt, ja. Ach, Randy, du hast doch eigentlich den Link zu meinem Kanal schon. Und trotzdem brauchst du ihn wieder. Das kann doch nicht sein. Also, Equip hat sie ja. Also. Also jetzt plötzlich benutze Dolch, ne? Ihr Schwert. Bad Logic. Genau, beim nächsten Mario Kart Turnier haben wir eine richtig gute Lösung gefunden. Ist eigentlich das Obvieste, was man nehmen kann. Ich weiß echt noch nicht, wie man gegen die Bosse kämpft. Habe ich es hier mit Anfänger zu tun? Oh, hat jetzt das Weißen abgelaufen. Ups. Hätte ich vielleicht nutzen sollen. Egal. Guck, ich weiche allem aus. Auch durch die Stats und alles. So, jetzt mal abwarten. So, wieder weg. Warten. Oder Fernkampf von mir aus.
Oh, hör auf, bitte. Ich mag nicht Pfeile. Ich meine, ich spamm auch immer gerne meine Feuerbälle. Aber auch nur, wenn ich es kann. Aber die macht einfach immer. Sagt sie einfach Fresh drauf, Mann. Feuerball. Arrows all the way. Okay. So, schön, dass ich diese Lage hier rette und alles, ne? Also. Katereane, oder wie man dich ausspricht, wenn du das Video siehst, melde dich bitte bei mir. Ich gebe dir mal ein ordentliches Tutorial. Oder schau mein Combo-Video. Do it. Now. Immediately. Gut, ist PvE, aber trotzdem. So schlecht kann man nicht mal im PvE spielen. Gut. Oder weniger gut, aber wie auch immer, ich. Schüttel das mal jetzt ab. Nächste Runde. Ja, yeah, sehr schön. Jetzt habe ich natürlich vergessen zu skippen, aber ich habe damit auch gerechnet, dass da wieder keiner dran denkt zu skippen. So, Magmantas Schlupfwinkel kann ich endlich. Sehr schön. Kann man gleich mal irgendwelches Quest bekommen haben, nachdem wir jetzt die Epic für die. Okay, ja, leider nicht. Magmantas Schluckwimpel und da gibt es auch endlich das Magmantier. Mal sehen. Natürlich bin ich wieder alleine. Hm. So viel dazu, die Chipastien hilft mir. Doch nicht. Ich bin auf mich allein gestellt. Jetzt bei diesem Boss mit dem Charakter könnte es sogar laufen. Ja, wird ein bisschen dauern, aber wird gehen. Wenn ich aber Glück habe, dann kriege ich gleich jemanden dazu. Und ja. Dann sehen wir ja gleich, was draus wird. Also mit meiner Crucios komme ich halt nicht ewig bis in Unendlichkeit noch viel weiter. Ich brauche halt irgendwann eine andere Waffe. Und Glückwunsch an die beiden Leute, mit ihren Aranka-Upgrade-Schrift rollen gerade. Also ich habe einmal eine gekriegt und dann nie wieder. Eigentlich wollte ich Ausrüstung suchen. Elysis. Nämlich nicht das Gras Claymore. Ich suche hier das Magmantier. Typo, da fehlt was. Magmantier des Hüpfens. Gerade mal 100. Ernsthaft? Werde ich hier verarscht oder. Ich meine, mich würde es ja freuen, ne? Sprungkraft, wieso Sprungkraft? Aber das hat Resistenz. Hä? Ich kaufe das einfach mal, ne? Also ist nur 100.000 Zeni, ich bin schon wieder in meiner Ragnarok Online Phase, oder wie? Gleich mal füttern, das Vieh hier. Kann nichts fressen. Was? Unmöglich. Na gut, wir haben ein Magmantier, also braucht man es schon mal nicht mehr droppen.